Bomb. Das war kleiner Schuss. Wehtun musste. So. Was haben wir hier noch? Südliches Lager. Krass. Ich kann echt nicht dahin. Also, im Sinne von wegen, dass ich nicht das nutzen kann. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Artefakte sein. Das würde mich echt mal interessieren, wo ich die noch habe. Hm. Yalla! Alter, bin ich aber eben erschrocken. So, südliches Lager. Werden wir jetzt wohl ein paar verhauen, wa? Noch drei so eine Artefakte und ich weiß nicht, wo sie sind. Was? Was? Hey, wieder mit dir! Da! Ja. Oh. Was haben wir denn hier? Wir hocken nur ein paar Bugis rum. Okay. Kampf mit dem Emir von Berda, 38, habe ein Speer in den Rücken bekommen. Das weiße Heilersalkin, die am Hof war, wahrlich beeindruckend. Ich könnte mich auch ein wenig mit Blut ekeln aus, das gehört zum Glück, doch dieser Mann schwebt. Augenblick. Quatsch. So. Da würde ich mal sagen, go. Das dauert nicht lang. Alter. Jetzt kann ich wieder problemlos rutschen. Hasenfuß. Da. Ja,
Weg bin ich. Boah. Jetzt habe ich noch eine Truhe vor mir, ne? Die Probleme, die ich habe, ist nämlich, aber wo ist die Truhe? Geil. Hier ist nämlich komischerweise nichts mehr. So. Hier, Davies Sachen haben wir vollständig. Hier, Davies Artefakte auch vollständig. Hier, Davies Artefakte auch vollständig. Hier fehlen mir noch zwei. Und hier auch. Ja, dann gehe ich mal in die Runde. Funktioniert echt nicht die Schnellreise. Vielleicht finde ich ja noch vier brauche ich, also vier. Irgendwie zwei da, drei da oder zwei da und zwei da oder so. Hier und können Richtung Masalim Gericht, würde ich sagen. Wer so gut erfindet. Ich kann ja auch noch zu Dings gehen, ne? Zu den Musa-Brüdern gehen, weil vielleicht haben die da noch was. So. Es ist natürlich echt krass, ne? Gehen wir mal zum Kartenmacher. Vielleicht können wir dann noch was kaufen. Vielleicht haben wir da ein bisschen Geld über. Party oder was? Hier lang und dann da lang. Ja. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was hast du da? Ich habe alles Mögliche. Rätselkarte, Schatzkarte. Verlorenes Buch. Du hast 6. Rätselkarte, 12.
Du hast 3 entdeckt, noch zu entdecken 9. Du hast gekauft 27, du hast entdeckt, Schatzkategorie. Ach, der hat gar nichts mehr für mich. Oh. Hast du genug gesehen, ja? Ja, habe ich ja. Ich gehe dann mal. Möge das Glück dir hold sein. Das ist nämlich das Problem, was ich gerade habe. Ja. Geh mal hier hin. Wo muss ich jetzt noch 3 finden? 4. Und warum werden die nicht angezeigt? Schön, dich zu sehen. Ja. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. So, was haben wir hier genommen? Wir haben hier Fassungsvermögen genommen, plus eine größere Reichweite. Dann haben wir Funken genommen, anstatt Feuerwerk. Panik. Panik ist immer gut. Genug gesehen? Ja. Ich stehe in eurer Schuld. Bis bald. So. Wir gehen mal zu ihm. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt die letzten beiden nicht finde, die ich da mir vorknüpfen muss. Das finde ich irgendwie schade. Ich hoffe, du benimmst dich anständig da draußen, ja? Ein guter Handwerker braucht gutes Werkzeug. Das gilt auch für dich, nehme ich an. Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. So, dann können wir uns jetzt hier... alles verkaufen. So. Artefakte abgeben. Geht nicht. Lass dich nicht unterkriegen. Pass auf dich auf, Basim. Oh, noch 4. 4 Stück brauche ich noch. Vier von den Teilen brauche ich noch. Und jetzt geht das Suchen los.
Verriegelt. Zu den Waffen. Oh mei. Mein Freund, wie es aussieht, entsprechen die neuen Klingen nicht den Anforderungen. Ich glaube nicht, dass sie für die Elite-Wachen des Kalifen geeignet sind. Wir müssen dies versagen, schnellstmöglich, ja gut, Mann. Um unser beider Willen. Große Fadi. Und Lüsterware. Um die Nachfrage des Hofes nach kunstvollen Luxusartikeln zu stillen, haben Töpfer im heutigen Irak mit neuen Techniken, Farben und Stilen experimentiert. Zu ihren wichtigsten Erfindungen zählen die Lüsterware, die wegen ihrer aufwendigen Bemalung und der glänzenden Glasur zu einem Exportschlager wurde, der von Portugal bis Thailand kopiert wurde. Einer der Hauptinspirationsquellen der abbasidischen Künstler war die chinesische Keramik, insbesondere das weiß-blaue Porzellan, das im 9. Jahrhundert in die Region kam. Seine Härte, Transluzenz und der reine weiße Farbton waren damals revolutionär, sodass chinesisches Porzellan bei Wohlhabenden zu einem begehrten Prestigeobjekt wurde. Ursprünglich versuchten die einheimischen Töpfer durch die direkte Imitation die Nachfrage nach chinesischen Importen zu decken. Sie begannen damit, ihre ursprünglich bräunliche Keramik mit Zinn und Bleihaltigen in Gruben zu beschichten, bevor sie bunte, dekorative Glasuren auftrugen. Doch bald schon entwickeln die abbasidischen Töpfer ihren eigenen Stil, indem sie regionale Motive wie Palmen und Wildblumen hinzufügten. Wichtiger war jedoch, dass die einheimischen Töpfer bald darauf anfingen, mit einer ganz neuen Technik zu experimentieren, der Lüstermalerei. Dazu wurden die bereits gebrannte Keramik mit einer speziellen Glasur aus einer Mischung von Silber- und Kupferoxiden und gesäuberten Ocker überzogen und einem besonderen Brennofen mit reduzierter Sauerstoffgehalt erneut gebrannt. Wenn sie richtig angewendet wurde, erzeugte diese kostspielige Technik einen einzigartigen metallischen Schimmer. Das Endergebnis wirkte beinahe alchemistisch. Einfacher Ton schien sich in eine Form von Silber und Gold verwandelt zu haben. Mhm. Gefängnis ist auch noch ein, ey. Oh. Also das ärgert mich gerade irgendwie total, dass man da keine Info kriegt, wo hier einer rumläuft. Weil es sieht ja auch und wirkt auch so, als wenn keiner rumläuft. Und das Schlimme ist ja, dass hier in der Region ich die Artefakte allein gesammelt habe. Hier fehlen mir irgendwie welche. Aber hier läuft keiner rum, wo ich jetzt sagen würde, hello, den kann ich jetzt in dem Artefakt bestehlen. So, und hier ist das nicht anders. Genauso wenig wie hier. Gucken wir mal kurz ins Inventar. Achso, wir können den jetzt erweitern. So, was haben wir hier noch? Durch der Verborgenen.
Schwerter der Verborgenen. Da war nichts weiter. Das müsste ja der Munadi sein, ja. Gesetzloser Abschaum! Holt die Wachen! Sollen sie sich drum kümmern? Wir keinen. Ein Anhänger. Sie hat geschlafen. Haben wir hier eigentlich gar keinen. Wo wir das nehmen können? Hier im Knast ist das, ne? Ich will jetzt nicht den Munadi bezahlen, obwohl ich genau weiß, dass ich sowieso nicht die Kohle dafür habe. Irgendwo hier ist noch ein Artefakt. Und hier war ich schon. Und das ist das Schlimme. Also drei Artefakte müssten. Ne, zwei. Und genau, zwei müssen wir noch umtun. Den Kartenmacher haben wir schon gehabt. Träumchen. Es ist hier ein Träumchen. Das sind doch alles historische Stätten. Okay. Da lang muss ich. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Genau. Ja. Da lang und da lang. Das ärgert mich. So, wir sind jetzt. Das müsste hier sein. Da ist der Kodex. Mutter des Kalifen. Die Mutter des Kalifen war das Oberhaupt des Harems und sie über den sie wie über eine Art persönlichen Hof herrschte. Doch die direkte Verbindung zu ihrem Sohn konnte sie beachtliche Kontrolle über das Imperium ausüben und als fundamentale politische Figur auftreten. Die meisten waren ursprünglich versklavte Kokubinen, die von jenseits der muslimischen Welt ins Abbasidenreich gebracht worden waren. Nachdem sie den Kalifen einen Sohn geboren hatten, erhielten sie den höchstbegehrten Titel Umm al-Walad, Mutter des Kindes, Erben. Es kam zwar selten vor, aber in einigen Fällen konnten sie sogar den Status einer rechtmäßigen Ehefrau erhalten, auch wenn sie das Stigma ihrer Versklavung blieb und sie jederzeit darauf berufen werden konnte. Al-Shatsura, die Frau des Kalifen Al-Mahdi und die Mutter von Harun Al-Rashid, war ursprünglich eine versklavte Kokubine aus Jemen. Eine Münze, auf der sich der Name ihres Palastbereiches befindet, legt nahe, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes die tatsächliche Herrscherin war. Die Mutter des Kalifen zu werden, brachte tatsächlich beträchtliche Macht und Reichtum mit sich. Vom Herzen des Kalifenpalastes aus nutzte die Umm al-Walad ihr Netzwerk aus Dienern, Eunuchen und Spielleuten, um Wohltätigkeitsorganisationen aufzubauen, wichtige architektonische und infrastrukturelle Arbeiten zu finanzieren, ihre eigenen Besitztümer zu verwalten und mit möglichen politischen Verbündeten zu verhandeln. Diesen Status zu erreichen setzt allerdings auch politische Kämpfe voraus. Nach der Geburt ihres Sohnes wurde es die oberste Priorität einer Umm al-Walad, den Kalifen zu überzeugen, ihr Kind als offiziellen Erben zu nennen.
Damit war sie auf Konfrontationskurs mit anderen Frauen, deren Söhne den Kalifentitel beanspruchen könnten und auch mit jenen, die sie unterstützen. Das Problem ungehorsamer und aufständischer Brüder konnte durch Entsendung in entlegene Gebiete gelöst werden. Brudermord wurde zwar als Umform missbilligt und war deshalb für einen Herrscher des Abbasidenreichs unangemessen, jedoch konnten Verschwörungen den Thron an sich reißen, in seltenen Fällen zur Hinrichtung führen. Nur wir hatten ja hier, glaube ich, auch noch einen. Genau. Da muss ich, glaube ich, hier lang. Was ist denn das Ding? Genau. Harem. Als ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist Heiligtum, aber es entwickelte sich zur Bezeichnung der privaten Gemächer des Kalifen, in denen seine Frauen und Kinder wohnten. Als Institution ist der Begriff insbesondere mit der Abbasiden-Dynastie verbunden, obwohl die Abschottung von Frauen gegenüber der Außenwelt als lang praktizierte Tradition in der Antike war. Die Herrscher Mesopotamiens und Persiens nutzten diese Abschottung beispielsweise, um einerseits ihren Reichtum und ihre Macht zu demonstrieren und andererseits die Legitimität ihrer Nachkommen zu gewährleisten. Die Kalifen der Abbasiden wählten sowohl freie Frauen als auch Sklavinnen als Gemahlinnen und Gefährtinnen. Die meisten Kalifen waren selbst Kinder von Sklavinnen. Angesichts der immer noch nicht gefestigten Dynastien waren im 8. Jahrhundert die meisten dieser Frauen die Töchter von politischen Verbündeten des Herrschers. Als dann die Macht des Kalifen gefestigt war und politische Allianzen an Bedeutung verloren, wuchs der Anteil der Sklavinnen unter ihnen. Die Frauen waren oft gut gebildete und talentierte Dichterinnen, Musikerinnen und bedeutende Persönlichkeiten in der abbasidischen Kultur. Ihre Gemahlinnen und Konkubinen des Kalifen lebten alle gemeinsam mit ihren Kindern, den unverheirateten, verwitweten und geschiedenen Schwestern des Kalifen und seiner Mutter im Harem. Die Mutter war das Oberhaupt dieser Gesellschaft und beaufsichtigte die täglichen Abläufe im Harem. In Klammern mit den Bediensteten, Lehrern, Köchen, Sängern, Laufburschen und Eunuchen. Die Quaramana, weibliche Dienerinnen, die sich relativ frei zwischen den Haaren und der Außenwelt bewegen durften, spielten dabei eine besondere Rolle. Die Komplexität und der Luxus im Harem des Kalifen spiegelten nicht das Leben in den meisten anderen Haushalten wider. Nur die reichsten Familien in den großen Städten konnten es sich leisten, die Frauen derart strikt abzuschotten, denn nur in diesen Häusern einer kleinen Elite der Abbasiden-Gesellschaft spielten die Frauen keine aktive Rolle im wirtschaftlichen Leben. Außerhalb dieser Gesellschaftsschicht nahmen viele Frauen sehr wohl aktiv am wirtschaftlichen und sozialen Leben teil. Dann sind wir den noch hier. What the heck? Gärten und Macht. Seit der Antike waren Gärten ein Mittel von Herrschern, die ihre Gewalt über die Umwelt zu zeigen. Die Gärten des Kalifen, dabei würdige Nachfolger der hängenden Gärten von Babylon, der vom Mauern umgebenen Parkanlagen des alten Persiens, in Klammern Pairidietza, der Ursprung des Wortes Paradies, und der Villengärten der antiken griechisch-römischen Welt. Im abbasidischen Gärtenbund wurde fortgesetzt, was die Herrscher der Antike und die frühen Kalifen im alten Syrien, Jordanien und Irak begonnen hatten. Sie ließen enorme Terrassengärten anlegen, deren Funktion und Bedeutung von praktischen und landwirtschaftlichen Aspekten über rein zur Zerstreuung dienenden Orten
der Ruhe bis zu zeremoniellen genutzten Anlagen reichten. Sie verwandelten die Umgebung in eine fruchtbare Landschaft, indem sie eine große Vielfalt an Bäumen wie Dattelpalmen und viele schmuckhafte und duftende Pflanzen kultivierten. Die weitläufigen rechteckigen Terrassengärten beinhalten Teiche, Springbrunnen und ein paar Gartenpavillons, die von Wasserkanälen und Wegen umschlossen oder geteilt wurden. Gärtner umsorgten eine vielfältige Mischung aus Blumen und aromatischen Kräutern, die aus allen Ecken des Reichs geholt wurden. Gärten waren sorgfältig geplante Bereiche, die von Mauern umgeben und mit Bäumen bepflanzt waren, um sie vor Sand und Wind zu schützen. Sie verfügten teilweise über komplizierte Hydrauliksysteme, die das wertvolle Wasser verteilten und es dabei kunstvoll präsentierten. Die Gärten Abasin waren Schauplatz besonderer Zeremonien sowie Audienzen des Kalifen, Militärverein und Gedichtwettbewerbe. Sie sollten Verbündete und Rivalen beeindrucken, möglicherweise vor allem die Byzantiner. Manche sahen diese Gärten als Metapher für die göttliche Weltordnung und als irdisches Gegenstück des himmlischen Paradieses an, das allen Muslimen versprochen ist. So, ich suche noch die letzten Leute, denen ich die Tasche raushauen kann. Also die Tasche ausrauben kann, im Sinne von wegen, ich brauche das ja. Mal gucken, wo ich die finde jetzt.